Hi, heute habe ich für euch ein paar Tipps, wie ihr verwackungsfreier filmen könnt. Ja, es gibt ja immer mal wieder so Situationen, wo man jetzt nicht unbedingt mit einem Gimbal in der Hand rumrennen möchte oder vielleicht habt ihr auch gar keins oder wo man einfach kein Stativ aufbauen kann aus Platzgründen, aber trotzdem versuchen möchte, mit seiner Aufnahme so verwackelungsfrei wie möglich durchzukommen. Und da gibt es so ein paar einfache Tricks, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Um Verwacklungen entgegenwirken zu können, solltet ihr versuchen, die Kamera nah am Körper zu positionieren und mit einer Hand die Kamera fest von unten zu greifen. Wer möchte, kann dabei auch durch den Sucher schauen. Eine weitere Möglichkeit ist, den Kameragurt zur Hilfe zu nehmen. Dafür stellt ihr den Kameragurt auf eine für euch passende Länge ein, sodass dieser nach dem Umlegen gespannt werden kann. Und durch dieses Spannen könnt ihr zusätzlich Stabilität erzeugen. Auch das Filmen mit weitwinkligen Objektiven macht Wackler weniger sichtbar. Hier mal drei extreme Beispiele mit drei verschiedenen Brennweiten. Durch das Filmen in Slow Motion könnt ihr ebenfalls Verwacklungen entgegenwirken, da alle Bewegungen, also samt auch dem Wacklern, langsamer dargestellt werden und diese dadurch weniger auffallen. Wozu ich euch auch raten kann, ist zu Objektiven zu greifen, die einen eingebauten Bildstabilisator haben. Allerdings sind diese Objektive in der Regel etwas teurer als welche ohne. Also das waren jetzt so meine Tipps oder effektivsten Tipps für verwackelungsfreies Aufnehmen ohne Gimbal oder Zubehör. Falls ihr allerdings sagt, ich komme jetzt ohne sowas überhaupt nicht zurecht oder falls ihr wirklich viel Bewegung in euren Aufnahmen habt, wo das quasi unmöglich ist, mit den Tricks jetzt zurechtzukommen, dem empfehle ich als Einsteiger-Gimbal das Tarion. Das kostet, glaube ich, mittlerweile nur noch 30 Euro. Ich habe das selbst als Einsteiger-Gimbal benutzt, ist jetzt kein High-End-Gerät, aber für den Anfang sicherlich was Brauchbares, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt mit einem Gimbal so funktioniert. Für diejenigen, die da ein bisschen mehr investieren wollen und das Ganze auch professioneller aufziehen möchten, denen empfehle ich das Sion Crane. Das habe ich im Moment auch im Einsatz und ich denke, darüber werde ich nochmal ein gesondertes Tutorial oder ein Review machen, da das ein sehr umfangreiches Thema ist zu diesem Gimbal. Allerdings, das sind mal so meine ersten Empfehlungen, falls ihr gleich da in Zubehör investieren möchtet. Falls ihr noch eigene Tipps dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder Fragen, wie immer alles unten rein. Ich verlinke euch auch alle Produkte, die ich jetzt hier erwähnt habe, wie das Gimbal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Freue mich natürlich auch über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wie immer gerne bis zum nächsten Mal. Wollt ihr Kamera kaufen? Wollt ihr Sony kaufen? Wollt ihr keine kaufen? Best quality, my friend. Best quality.